Dankeschön. Gelesen haben, wir dürfen nicht nur das Reparaturnetzwerk vorstellen, sondern ausnahmsweise auch mal unseren gelungenen Social-Media-Auftritt. Das freut uns deshalb so sehr, weil ich dazu sagen muss, dass wir alle im Gegensatz zu Ihnen vielleicht oder zu vielen von Ihnen keine Profis sind, wenn es um das Thema Marketing oder Online-Bewerbungen und so weiter geht, sondern das ist bei uns alles ein bisschen eher Learning by Doing. Wir haben im Netzwerk eher alle einen naturwissenschaftlich-technischen Hintergrund und wenn dann unser Auftritt als gelungen wahrgenommen wird, dann ist das für uns ein großes Kompliment. Ja, mein Name ist Magdalena Schwerz-Bertiller von der Umweltberatung Wien. Und zusammen mit meinen Kollegen koordiniere ich in der Umweltberatung das Reparaturnetzwerk Wien. Ich darf Ihnen das jetzt ein bisschen näher bringen, ein bisschen vorstellen, dass Sie wissen, um was es bei uns geht und dann eben auch noch ein bisschen über unseren Social-Media-Auftritt sprechen. So, und ich starte gleich einmal damit, dass ich Sie was frage in die Runde. Wer von Ihnen besitzt ein Smartphone? Bitte Handzeichen. Gut. Das sieht jetzt vielleicht nicht jeder im Online-Stream. Ich glaube, ich sehe nicht alles, aber ich schätze um die 100%. Gut, nächste Frage. Wessen Smartphone ist älter als 2 Jahre? Oh, doch ein paar. Gratuliere. Sie nutzen Ihr Smartphone länger als der Durchschnitt. Über 2 Jahre ist schon gut. So, und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, ich meine, so ein Smartphone, Sie kennen es alle, es wiegt ein paar Gramm in Ihrer Hand. Aber wir sprechen gerne bei Produkten auch von dem ökologischen Rucksack. Und zwar ist es die Masse an Ressourcen, an Rohstoffen, die verbraucht werden, um dieses Produkt dann so herzustellen, dass wir es in der Hand haben und nutzen können. Also unser Smartphone, ein paar Gramm in der Hand. Was glauben Sie, ökologischer Rucksack von so einem Smartphone in Kilogramm? Gibt es eine Schätzung? Hat wer eine Vermutung? Ungefähr. Gibt es irgendwen, der was sagen will? 400. Das ist ein bisschen zu viel. Ja, das ist schon sehr nahe. Es sind konservativ geschätzt 75 Kilogramm, die ich an Rohstoffen brauche, um allein die paar Gramm an Smartphone herzustellen. Ich könnte jetzt noch viele Beispiele nennen. Eins vielleicht noch ist die Waschmaschine. Die Waschmaschine in unserem Badezimmer wiegt durchschnittlich 70 Kilogramm. Um sie zu erzeugen, brauche ich aber 1,4 Tonnen an Rohstoffen, damit sie dann so bei mir wäscht und bei mir steht. Jährlich werden weltweit ungefähr 1,5 Milliarden Smartphones hergestellt mit eben diesem 75 Kilo Rucksack. Da kann man sich vorstellen, da kommt einiges zusammen. Und wenn ich Ihnen diese Zahl präsentiere, dann wird Sie die nächste vielleicht weniger überraschen. Und zwar geht es da jetzt nicht um den Rucksack vom Smartphone, sondern um unseren eigenen Rucksack, also dem ökologischen Rucksack von Herrn und Frau Österreicher. Der ist pro Tag und Nase erstaunlicherweise 60 Kilogramm. Also das ist schon eine ziemliche Masse an Ressourcen, die wir da täglich verbrauchen, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Unter anderem setzt sich das auch zusammen unter unserem Elektronikverbrauch. Und zwar verbrauchen wir Österreicher im Jahr 208.000 Tonnen an Elektrogeräten. Also die beschaffen wir im Jahr. Das ist ein Äquivalent zu 1440 Blauwalen, wenn Sie es genau wissen wollen. Das ist also auch eine ganz schöne Menge, die wir nur an Elektrogeräten jährlich nur in Österreich beschaffen. So, und die nächste Zahl, die ich noch zeigen möchte, da geht es jetzt um unseren Gesamtressourcenverbrauch. Ich glaube, viele von Ihnen haben schon mal was vom Earth Overshoot Day gehört. Der wird jedes Jahr errechnet, und zwar ist das der Tag im Jahr, bis dahin haben wir alle unsere Ressourcen auf der Erde verbraucht, die uns die Erde nachhaltigerweise zur Verfügung stellen könnte. Und ab diesem Tag leben wir quasi über unsere Verhältnisse. Wir leben auf Pump. Wir verbrauchen mehr, als die Erde an Ressourcen für uns bereit hätte. Der war heuer, also letztes Jahr, 2018, war der am 1. August. Wenn man das umrechnet, würde das bedeuten, wir bräuchten 1,7 Erden, um unsere Bedürfnisse, so wie wir momentan leben, zu stillen. Ja? Das ist aber weltweit gerechnet. Sprich, da ist auch, das ist der Herr und Frau Österreicher dabei, da ist aber auch jemand aus Afrika dabei oder jemand aus Amerika.
Wenn wir jetzt weltweit alle so leben würden wie wir Österreicher, also unser Konsumverhalten, unser Verbrauchsverhalten, alles, wenn die gesamte Weltbevölkerung das an Herrn und Frau Österreich anpassen würde, dann würden wir nicht 1,7 Erden brauchen, sondern würden wir 3,6 Planeten brauchen, um all die Ressourcen bereitstellen zu können. Und das ist natürlich ein bisschen absurd, weil wir haben nur einen Planeten. So, warum zeige ich jetzt all diese bösen Zahlen und warum möchte ich das präsentieren oder mit dem anfangen? Weil all diese Zahlen zeigen sollen, dass wir langsam anfangen müssen, über unseren Ressourcenverbrauch nachzudenken. Wir verbrauchen zu viele Ressourcen. Und ein wichtiger Schritt, um weniger Ressourcen zu verbrauchen, ist eben die Nutzungsdauer von Produkten zu verlängern. Denn wenn ich so ein Smartphone nach weniger als 2 Jahren auf den Müll schmeiße, dann schmeiße ich nicht ein paar Gramm Smartphone auf den Müll, sondern dann schmeiße ich 75 Kilogramm Rohstoffe auf den Müll, beschaffe mir Neues mit wieder demselben großen Rucksack an 75 Kilogramm. Oder ich schmeiße die 1,4 Tonnen Waschmaschine einfach so auf den Müll. Und wenn ich die Nutzungsdauer von Produkten verlängern will, dann ist ein wichtiger Teil davon, sie eben nicht beim ersten Gebrechen oder beim ersten vielleicht langsamer werden, gleich auszutauschen und wegzuschmeißen, sondern dann kommt es eben auch mal auf einen guten Reparateur an. Also Produkte sollten repariert werden und nicht sofort am Müll landen. Und das ist einer der Gründe, warum wir glauben, dass das Reparaturnetzwerk Wien was ganz Wichtiges ist und wir das eben betreiben. Obwohl Reparatur so wichtig ist, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, stehen Reparaturbetriebe und auch Menschen, die reparieren möchten, vor großen Herausforderungen. Es gibt viele Trends in die Richtung, ich habe da ein paar aufgelistet. Unter anderem ist es, dass die Reparierbarkeit von Produkten über die Jahre immer einfach abgenommen hat. Also es wird immer schwieriger, Dinge zu reparieren für unsere Reparaturbetriebe. Das liegt zum Teil einfach an der Konstruktion von Geräten, wo früher zum Beispiel noch geschraubt wurde und man Dinge auf- und zuschrauben konnte, wird heute nur mehr geklebt. Klebeverbindungen wieder zusammenzukleben ist schwierig, macht es für den Reparateur zum Beispiel wieder viel aufwendiger und schwieriger, Dinge reparieren zu können. Aber auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen wird immer schwieriger. Also Hersteller stellen immer weniger lang oder überhaupt gar nicht Ersatzteile für gewisse Produkte zur Verfügung. Die Produktnutzungsdauer nimmt über die Zeit auch immer, wird immer kürzer. Also wir nutzen unsere Produkte immer kürzer, wir schmeißen sie immer viel schneller auf den Müll. Das geht ein bisschen auch mit dem dritten Punkt auf der Folie einher, dass die Preiskonkurrenz zu Neuwaren einfach sehr, sehr schwierig ist für unsere Reparateure, für Reparaturbetriebe. Produkte sind einfach zu billig teilweise. Und zwar liegt es unter anderem daran, dass es eine fehlende ökologische und soziale Kostenwahrheit gibt. Ja. Das sind nur ein paar Trends, die es schwierig machen und die es unserer Meinung nach wert machen, auch dass wir Reparaturbetriebe mehr unterstützen. So, wenn ich jetzt weitergehe, ich möchte natürlich nicht nur Negatives sagen, ich möchte auch positive Trends hervorheben. Also es gibt auch ein paar positive Trends, die uns dazu motivieren, das Reparaturnetzwerk zu betreiben. Und zwar ist es unter anderem das Thema Circular Economy, Kreislaufwirtschaft. Auch ein Wort, das, glaube ich, in aller Munde ist zurzeit und viel durch die Medien geistert und viele von Ihnen schon gehört haben. Circular Economy, also in einem geschlossenen Kreislauf zu arbeiten und Rohstoffe im Kreislauf zu halten, wird immer mehr Thema, wird auch von der Politik immer mehr aufgegriffen und zum Glück wird auch erkannt, dass Reparieren und länger Nutzen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von dieser Circular Economy sein muss. Dann sehen wir aber auch, dass die Bevölkerung prinzipiell ein steigendes Interesse an Reparaturen zeigt. Also wir merken das durch Anfragen und so weiter und auch durch Initiativen, die sich auftun in den Städten. Leute wollen wieder reparieren lassen. Gründe dafür gibt es auch mannigfaltig. Die Leute wollen ein bisschen wieder, also dieses Schlagwort Empowerment, also sie wollen auch wieder fähig sein, Dinge zu begreifen. Sie wollen ein bisschen vom Verbraucher zum Gebraucher wieder werden. Sie wollen ein bisschen ausbrechen aus dem Konsumwahnsinn. Das merkt man in den letzten Jahren deutlich. Passt auch zum nächsten Punkt. Es gibt einen Trend hin zur interaktiven Reparaturkultur. Das heißt, Leute wollen auch wirklich selber Hand anlegen. Stichwort Repair-Cafés. Vielleicht waren schon ein paar von Ihnen mal beim Repair-Café oder Ihnen sagt es was. Da wird eben gemeinsam an Geräten gearbeitet oder an Produkten gearbeitet. Da wird geschaut, dass man gemeinsam eine Lösung für sein Problem findet und gemeinsam was reparieren kann. Und es gibt auch ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn man merkt, dass man auch Dinge wieder selber steuern und in der Hand hat. Bis hin zu einem Do-it-yourself-Trend, den wir erkennen in den Städten,
Leute wollen besuchen Workshops, wo sie lernen, Dinge selber herzustellen oder eben Dinge zu reparieren. Also da ist eine unglaubliche Nachfrage, das merken wir, und auch diese Trends motivieren uns, das Reparaturnetzwerk aufrechtzuerhalten. So, aber jetzt wirklich zum Reparaturnetzwerk. Also das Reparaturnetzwerk Wien soll eine erste Anlaufstelle für alle sein, die gern was reparieren möchten. Wir wurden schon 1999 gegründet. Diese Zahl zeige ich deswegen, weil wir erstens heuer 20-jähriges Jubiläum haben und uns das sehr stolz macht. Und zweitens, weil man auch deswegen sehr stolz sein kann, dass jetzt vor 20 Jahren war das Wort Reparieren, Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, da war das noch europaweit ganz wenig Thema. Und Wien war da echt der Vorreiter, indem sie schon 1999 ein Reparaturnetzwerk gegründet haben und so Profi-Reparateuren eine tolle neue Plattform geboten haben. Also da kann Wien schon stolz sein. Wir sind eben ein Netzwerk aus Reparaturspezialistinnen. Momentan haben wir rund 80 Mitgliedsbetriebe, Tendenz steigend. Wir sehen uns als gemeinsame Plattform für alles rund ums Reparieren. Organisiert und koordiniert wird das Ganze von der Umweltberatung Wien und unterstützt wird das durch die Wiener Umweltstadträtin, die MA 48 und die MA 22, die uns das ermöglichen. So. Ja, und was sind denn so die Funktionen unseres Netzwerks? Also wir sehen uns als Beratungs- und Serviceangebot für Bürgerinnen. Sprich, Leute, die etwas zu reparieren haben oder gerne reparieren möchten, die können sich an uns wenden über verschiedene Kanäle, auf die gehe ich dann noch ein. Das ist unter anderem über Internet natürlich, über unsere Website, aber auch über meine Hotline. Und finden dort, denen wird dort geholfen, die finden dort den passenden Reparaturbetrieb für ihr Problem oder auch die passende Information für ihr Anliegen. Wir wollen aber auch Bewusstsein schaffen. Das möchte ich ja auch bei Ihnen heute erreichen mit den Zahlen, die ich Ihnen präsentiert habe. Wir wollen Bewusstsein schaffen für Ressourcenschonung und Abfallvermeidung. Wir unterstützen unsere Reparaturbetriebe, vor allem bei der Bewerbung ihrer Branche, ihres Betriebs. Und wir wollen eine Plattform sein zur Vernetzung für alle, die sich um das Thema Reparieren kümmern oder sich für das Thema interessieren. Wir sehen immer mehr, es gibt viele Leute, die möchten was machen, die möchten aktiv werden, und wir bringen einfach auch Leute zusammen, die sich da gegenseitig irgendwie inspirieren und die sich da weiterhelfen können. Ja, was ist der Nutzen für die Bürgerinnen durchs Reparaturnetzwerk? Wir wollen immer einfache Suche darstellen für einen qualifizierten Reparaturbetrieb. Warum betone ich jetzt qualifiziert? Alle Betriebe, die bei uns im Netzwerk sind, die verpflichten sich, gewisse Qualitätskriterien einzuhalten. Das ist deswegen ganz wichtig, gerade bei der Reparatur, also weil unsere Reparateure alle wirklich Reparateure sind und Reparateure im Fokus haben und nicht den Neuverkauf von Produkten. Also bei uns sollte es Ihnen nicht passieren, dass ein Reparateur kommt, die Waschmaschine nur kurz begutachtet, ein paar Sekunden, und sagt, ah, das zahlt sich eh nicht aus, aber wissen Sie was, im Kostenwagen unten habe ich ein neues Gerät, das bringe ich Ihnen auf, ein günstiger Preis, die alte nehme ich gleich mit, reparieren bringt da eh nichts mehr. Also so unter dem Deckmantel der Reparatur eigentlich nur neue Geräte verkaufen, das geht bei uns nicht. Also unsere Reparateure haben wirklich die Reparatur im Fokus. Und wir wollen somit die Schritte zur Reparatur einfach erleichtern. Neben diesem Hauptfokus, eben die Reparatur zu vermitteln, wollen wir eben auch Informationen zur Verfügung stellen. Wir produzieren eigenen Content rund ums Reparieren, aber auch ums selber warten, wie kann ich überhaupt verhindern, dass Dinge vielleicht so schnell kaputt werden, wie kann ich sie länger nutzen. Wir geben Tipps dazu, unsere Profi-Reparateure geben Tipps dazu auf unserer Webseite, wie man mit Dingen richtig umgeht. Bei uns findet man auch Second-Hand-Angebote, Refurbished-Geräte oder reparierte Geräte, die man bei Reparateuren wieder kaufen kann. Und ganz toll, wir haben einen Terminkalender, wo man alle Veranstaltungen und Termine rund ums Reparieren auf einen Blick schön findet, wo man weiß, okay, das nächste Repair-Café in meiner Nähe findet nächste Woche statt und so weiter. Also es ist ein sehr breites Spektrum, das wir auf unserer Webseite abbilden wollen und das wir den Bürgern zur Verfügung stellen. Ganz kurz, dass Sie wissen, vielleicht wie das ausschaut, sieht man das? Ja. Also das eine ist unsere Website eben, www.reparaturnetzwerk.at, ein kurzer Screenshot da in blau. Da kann man eben ganz einfach eingeben, was ist kaputt, und das gibt man ein, und dann kriegt man gleich eine Liste an Profi-Reparateuren in seiner Nähe, die sich spezialisiert haben auf genau solche Reparaturen. Und man sieht links ein bisschen das Menü, wo man eben die ganzen Artikel und Infos und Termine rund ums Reparieren bei uns auch findet. Wir haben aber auch eine Reparatur-Hotline, das ist für alle, die vielleicht noch nicht so online-affin sind oder die ganz ein spezielles
Problem oder ganz ein spezielles Gerät haben, das sie reparieren wollen und sich im Web da vielleicht noch unsicher sind, die können bei uns auch anrufen und da werden sie von uns beraten, wo sie sich vielleicht hinwenden könnten oder wer ihnen da vielleicht weiterhelfen könnte in Sachen Reparatur. So, da, was nutzt das Reparaturnetzwerk eigentlich für Reparateure? Also natürlich vermitteln wir ihnen Reparaturanfragen, das ist so mal der offensichtliche Nutzen. Aber ganz wichtig ist bei uns die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und eine gemeinsame Marke. Man muss sich vorstellen, unsere Mitgliedsbetriebe, das sind eigentlich alles kleine Betriebe. Das sind Betriebe, Ein-Mann-Betriebe oder mit wenigen Mitarbeitern, das sind Handwerker, die haben weder Zeit noch Ressourcen, um wirklich selber an einem wirklich Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, einen Social-Media-Kanal zu betreiben oder sonst irgendwie da groß zu investieren und bekannt zu werden. Und genau da will das Reparaturnetzwerk auch helfen. Also wir wollen eben eine Marke sein, wir wollen die Reparatur prinzipiell bewerben und somit auch unsere Mitglieder bewerben und wir wollen unsere Mitglieder dabei unterstützen, auch eine gewisse Bekanntheit für das Thema Reparieren oder für ihre Branche und ihre Reparaturangebote zu schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Wir bieten aber auch Weiterbildung an für unsere Reparateure. Da geht es vor allem meistens eher um so Soft Skills, also weil das sind eben alles gestandene Handwerker, da braucht man ihnen kein Know-how mehr vermitteln. Aber da geht es zum Beispiel manchmal um, wie kommuniziere ich gut mit Kunden, wie kann ich vielleicht doch einen Social Media Kanal betreiben mit wenig Aufwand. Solche Dinge, so Soft Skills wollen wir da vermitteln. Wir fördern aber auch den Austausch unter den Betrieben, das Netzwerk unter den Betrieben, weil es sind eben alles Handwerker, die eigentlich vor ähnlichen Herausforderungen stehen, auch wenn sie aus verschiedenen Branchen sind. Aber eigentlich haben sie alle ähnliche Probleme, mit denen sie alltäglich konfrontiert werden und wir bieten ihnen die Möglichkeit, sich da auszutauschen gemeinsam. Also wir veranstalten Treffen für sie, wo sie eben in einem gemütlichen Ambiente gemeinsam über ihre Herausforderungen, Probleme oder auch ja, Chancen sprechen können. Und bei diesen Events wird auch ganz oft entstehen dann gemeinsame Projekte oder Kooperationen, beziehungsweise wir organisieren auch Auftritte bei Veranstaltungen, wo sie dann sich selbst präsentieren können und das Reparaturnetzwerk präsentieren können und so wieder Aufmerksamkeit generieren können für sich, das Gewerbe und Reparatur im Allgemeinen. So, was nutzen wir der Allgemeinheit? Also wir sagen immer gern, dass Reparatur eigentlich ein Paradebeispiel für eine nachhaltige Dienstleistung ist. Also vielen von Ihnen sagt vielleicht diese drei Säulen der Nachhaltigkeit was: ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit. Und alle diese drei Säulen werden eigentlich durch Reparatur bedient. Also ich habe auf der ökologischen Seite natürlich die Ressourcenschonung und die Abfallvermeidung. Mit dem habe ich heute schon begonnen. Aber ich sichere auch regionale Arbeitsplätze mit der Reparatur. Also das sind Leute, die hier in Wien reparieren und nicht irgendwelche Firmen in Südostasien die Sachen produzieren. Ich schaue, dass ich Reparatur-Know-how in Wien generiere und in Wien halte oder in der Region halte. Und wir sehen den Reparaturbetrieb auch ein bisschen als Nahversorger, der sonst schnell aussterben würde, wenn er keine Unterstützung bekommen würde. Das Ganze kann ich Ihnen auch ein bisschen mit Zahlen hinterlegen. Also was das Reparaturnetzwerk so leistet in diesen Ebenen. Also wir haben eben so ungefähr 80 Reparaturbetriebe 2018 gehabt. Die haben über 52.000 Reparaturen durchgeführt und mit diesen 52.000 Reparaturen über 750 Tonnen Abfall vermieden. Also Produkte, die nicht auf dem Müll gelandet sind, weil sie repariert wurden. Ungefähr 200 Arbeitsplätze wurden letztes Jahr im Reparaturnetzwerk durch Reparatur finanziert. Wir hatten um die 100.000 Website-Aufrufe und 2.300 Anfragen an der Hotline. Also das sind die Zahlen, auf die können wir auch stolz sein. So. Und jetzt komme ich zu unserem Social-Media-Auftritt. Ich habe es eh eingangs erwähnt, das ist eben bei uns so gewachsen. Also wir sind eigentlich alle keine Experten in diesem Bereich. Aber wir haben eben gesehen, wie wichtig Öffentlichkeitsarbeit für unsere Reparateure ist und wie wichtig Bewusstseinsbildung zu diesem Thema ist. Und haben vor einigen Jahren halt gemerkt, dass geht halt auch nicht mehr ohne Social Media, beziehungsweise ich möchte es gar nicht negativ formulieren, Social Media kann man da super dafür nutzen, dass man Awareness schafft, dass man Bewusstsein bildet und Öffentlichkeitsarbeit mit wenig Budget auch für die Betriebe betreibt. Und deswegen gibt es seit etwa 2010, 11 dem Reparaturnetzwerk Facebook-Account, also unsere Seite auf Facebook, und seit ganz frisch gibt es auch einen Instagram-Account von uns, den wir gerade so ein bisschen entwickeln. So, jetzt zu unserem Facebook-Account vielleicht. Also wir haben uns einmal jetzt zusammengesetzt im Zuge dieser Präsentation und haben uns überlegt, was sind eigentlich so
wieder mal überlegt, was sind denn so unsere Ziele für Facebook oder warum machen wir das? Wir wollen eben das Netzwerk bekannt machen, das ist klar. Wir wollen aber auch Aufklärung zum Thema Abfallvermeidung, Ressourcenschonung und Reparieren betreiben. Wir wollen Inhalte und Veranstaltungen von Netzwerksbetrieben bewerben. Wir wollen Lust auf Reparieren machen und es gibt noch mannigfaltig andere Ziele, die wir eigentlich mit Facebook verfolgen. Was sind Inhalte, die wir auf Facebook teilen? Wir erzeugen selber Content, also wir schreiben Artikel und Beiträge, die wir auf unsere Website stellen und dann auf Facebook verlinken und dort eben bewerben, auch manchmal mit Gewinnspielen dazu und so weiter. Das sind Inhalte zum Beispiel, die wir gemeinsam mit den Reparateuren zum Teil erstellen, also wo Profi-Reparateure sich total gut in ihrem Fach auskennen, Tipps und Tricks geben, was man selber reparieren kann, wie man Sachen länger nutzen kann, wie man Sachen wartet. Das kommt sehr, sehr gut an bei unserer Community, das wird sehr viel geklickt und sehr viel kommentiert. Wir sharen aber auch Content, also wenn wir interessante Artikel oder Beiträge oder Fernsehbeiträge oder Zeitungsartikel und so weiter im Netz finden, die wir für gut befinden, dann sharen wir die auch auf unserer Facebook-Seite, damit die Leute und unsere Fans das auch eben lesen und sich informieren können zum Thema Reparieren und Abfallvermeidung. Wir teilen eben interessante Veranstaltungen rund ums Reparieren, also viele Initiativen, Reparaturinitiativen, die es in Wien gibt, wie Repair-Cafés und so weiter, die treten an uns ran und sagen, hey, wir machen ein cooles Event, da geht es auch um Reparieren, könnt ihr das nicht promoten auch? Und dann teilen wir das auf unserer Website, auf unserer Facebook-Seite und promoten das da ein bisschen. Genauso wie Aktionen von unseren Netzwerksbetrieben. Wir machen Gewinnspiele zum Teil, wenn unser Inhalt ganz, ganz wichtig ist. Und verstärkt in den letzten 2 Jahren produzieren wir eben auch eigene Videos. Die hätte ich heute zwar gern gezeigt, aber das hätte den Rahmen gesprengt. Aber schauen Sie einfach auf unserer Facebook-Seite, da seht ihr das eh. Also wir machen kurze kleine Videos zum Thema Reparieren und natürlich machen wir auch eigene Fotos, beziehungsweise unsere Reparateure schicken uns coole und spannende Fotos, die wir dann sharen können auf Facebook und die auch gut ankommen. Wir haben jetzt ungefähr 6.500 Fans, viele Interaktionen, viele Kommentare und gutes Feedback eigentlich zu unserem Facebook-Account. So, und noch etwas in den Kinderschuhen steckt unser Instagram-Account. Also für uns ein ganz neuer Kanal, der eher noch im Aufbau ist, wo wir uns auch noch ein bisschen finden müssen. Unser Hauptmotivationsfaktor, dass wir jetzt Instagram dazu nehmen, war eigentlich, dass wir ein bisschen so Lust auf Reparieren machen wollten. Wir wollten Reparieren ein bisschen mehr so als Lebensgefühl auch präsentieren. Es macht auch Spaß, Dinge reparieren zu lassen. Man kann Geschichten erzählen. Also wenn man zu einem von unseren Reparateuren geht, das sind alles Wiener Originale, die alle mit Leidenschaft reparieren, da kann man fast immer was erzählen. Ganz anders, wie wenn ich in irgendeinen Elektrofachhandel gehe und mir einen neuen Mixer kaufe. Da will ich nicht groß was erleben, aber so eine alte Handwerkerwerkstatt von innen sehen und sich da erzählen lassen, Geschichten erzählen lassen von den Reparateuren, das ist spannend, das macht Lust, das ist ein Lebensgefühl, das ist einfach was wir zeigen wollen, dass Reparieren eben auch ein Lifestyle sein kann. Das wollen wir ein bisschen mit Instagram noch pushen. Natürlich ist auf Instagram, das ist halt ein sehr optisches Medium, das heißt, wir müssen da mit guten Fotos arbeiten. Wir selber im Büro haben jetzt keine tollen Fotos zu bieten, das heißt, da müssen wir unsere Netzwerksbetriebe motivieren, gute Fotos zu machen und uns die zu schicken, beziehungsweise wir müssen rausgehen zu den Netzwerksbetrieben und dort Fotos machen, die man eben gut auf Instagram dann auch stellen kann und vermarkten kann. Ich habe da kurz ein paar Beispiele von ein paar ersten Posts von uns auf Instagram. Da waren wir halt bei Reparateuren und haben versucht, ein bisschen was zu fotografieren und dann auf Instagram zu stellen. Das ist eben, wie gesagt, ein neues Projekt von uns und wir hoffen, das läuft weiterhin dann gut und wir wollen das weiter bespielen. So, nochmal ganz kurz, danke auch an unsere Fördergeber, eben die MA48, die MA22 und die Wiener Umweltstadträtin. Und hier nochmal unser Kontakt, da können Sie sich an uns wenden, nachfragen und ich bin auch noch dazu, wenn Sie Fragen haben. Und danke nochmal für die Einladung, dass wir hier präsentieren durften, hat uns sehr gefreut. Ausgerichtet. Ja. Entschuldigung. Wien-Umgebung. Okay, gibt es doch Möglichkeiten, das auf Österreich auszuweiten? Also es gibt seit 2018 das Reparaturnetzwerk Graz.
Das ist gemeinsam ein bisschen mit uns entstanden, aber selbstständig. Also das ist nicht, wir gehören nicht zusammen, aber wir arbeiten zusammen. Es gibt in Oberösterreich Bewegungen in die Richtung, aber es gibt noch kein Reparaturnetzwerk Österreich. Ja. Und du hast am Anfang gesagt, die Nutzungsdauer der Produkte sinkt. Ja? Mhm. Jetzt ist es doch teilweise so, dass man gerüchteweise immer wieder hört, dass die Hersteller ganz bewusst die Produkte nicht mehr qualitativ so hoch machen, damit mehr verkauft wird. Mhm. Ist das tatsächlich so oder ist es nur ein Gerücht? Also du sprichst, was anderes nennt man die geplante Obsoleszenz, wobei man jetzt mittlerweile nicht mehr von geplant redet, weil das würde einen Vorsatz implizieren. Man spricht jetzt von frühzeitiger Obsoleszenz, denn die Hersteller wehren sich auch gerichtlich gegen dieses geplante, diesen Vorsatz. Sie sagen, sie machen das nicht vorsätzlich, sondern es ist quasi der Kundenwunsch, dass es möglichst billig ist. Und wenn man billig produziert, dann zieht das nach sich, dass die Produkte schneller kaputt werden. Ich möchte das nicht beurteilen und kommentieren, das soll jeder für sich selber entscheiden, ob das ein Vorsatz ist oder nicht. Was aber sicher ein Trend ist, also was uns unsere Reparateure auch bestätigen, dass Dinge nicht mehr, dass die Haltbarkeit von Geräten zurückgeht. Also sie werden schneller kaputt. Das ist einfach so. Da gibt es auch Studien und Zahlen, das kann man auch nicht leugnen. Dinge halten nicht mehr so lange wie früher. Ja, ja, gibt es noch eine Frage? Wie sieht es mit Gewährleistung und... Ja, gerne. Mit welchen Personen arbeiten Sie zusammen? Also wirklich mit Professionisten, die mir auch dann Gewährleistung bieten, wenn diese einen Fehler machen. Ich wollte die rechtliche Situation abklären. Richtig. Bei aller Liebe zu schönen Geschichten, was passiert dann, wenn wirklich etwas passiert und durch ein Fachpersonal ein Fehler passiert? Also richtig, das sind alles Profibetriebe. Die haben auch alle einen Gewerbeschein, eine Ausbildung, um diese Reparatur durchführen zu dürfen. Das prüfen wir auch bei jedem natürlich. Und geben dann auch eine Gewährleistung auf die Funktionstüchtigkeit ihres Geräts ab. Das ist so, muss so sein. Also es gibt die Gewährleistung, natürlich. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen eine Frage, immer auch eine rechtliche Frage bei den Repair-Cafés. Da schaut es wieder anders aus, wo eben Leute sich gegenseitig unterstützen, was zu reparieren. Da gibt's das ein bisschen, ist das ein bisschen schwammiger, vielleicht ein bisschen schwieriger. Da ist jetzt keiner da, der diese Gewährleistung übernimmt. Aber die Nachbarschaft sieht, und wenn dann wird der Nachbar beim Café was repariert und es kaputt findet, eigentlich im Schirm auf. Genau, aber wenn es ein Profi-Reparateur macht mit einem Gewerbeschein, der dafür die Berechtigung hat, dann ist er natürlich auch eine Gewährleistung. Welche juristische Person sind Sie? Also stehen Sie dafür ein, weil Sie bei der Auswahl etwas gemacht haben? Nein. Oder? Nein, das tun wir nicht. Es ist nicht das Reparaturnetzwerk vermittelt, nur jeder muss dann selber die Entscheidung treffen, zu welchem Reparateur wir gehen. Was wir eben schon garantieren können, dass jeder Reparateur, der bei uns im Netzwerk ist, eben einen Gewerbeschein hat und das machen darf und deswegen eben auch befugt ist, diese Reparatur durchzuführen. Und wonach wählen Sie aus? Oder wählt wirklich nur der jeweilige Kunde aus, der gerade ein kaputtes Gerät hat? Also wir geben nur eine Liste von, das ist gereiht nach ein bisschen nach Location. Also wenn ich meinen Standort preisgebe im Internet, dann wird mir der Nächste vorgeschlagen als Erster und dann kommt die ganze Liste runter. Und dann muss jeder selber entscheiden, wen er will. Wir haben eine kleine Beschreibung von jedem Betrieb drinnen mit Foto. Das kann also nach Sympathie oder nach Beschreibung gehen. In der Beschreibung steht vielleicht schon was mir weiterhilft, wo ich weiß, okay, der passt vielleicht wirklich am besten zu mir, weil der macht alte Standuhren und nicht nur neue Smartwatches oder whatever. Das ist das eine, also man muss sich selber durchklicken und selber entscheiden, wen man gut findet und wir helfen dann mit einer Beschreibung. Oder man kann bei uns in der Hotline anrufen und nochmal nachfragen, wenn man ganz ein spezielles Problem hat, dann empfehlen wir halt, der macht wirklich alte Sachen, der macht neue Sachen. Das wollte ich nämlich fragen, wo Ihre Leistung wirklich besteht, weil wenn es blöd klingt, das ist wie Herold oder Google. Ich kann ja selber auch googeln, was brauche ich jetzt, worin besteht dann die Leistung. Aber wenn ich dann anrufen kann und ich einen Mehrwert habe durch Sie, ist das ja toll. Ja, und der Unterschied ist, da habe ich eben keine Qualitätskontrolle. Da kann ich eben auch auf Reparateure stoßen, die nicht wirklich reparieren wollen, sondern eben neue Produkte verkaufen wollen. Das ist bei uns eben auch ausgeschlossen, weil unsere Reparateure sich dazu verpflichten, also da gibt es Qualitätskriterien, die sie unterschreiben müssen. Also wir besuchen die auch, wir kontrollieren die auch. Also es sind alles Reparateure, die wirklich reparieren wollen. Bei Google und Herold stoße ich wahrscheinlich sogar ist es gefährlich, die ersten, die gerankt sind, heißt nicht, dass das die besten sind und die vertrauenswürdigsten sind. Das heißt, es wird auch viel Schindluder in dem Bereich getrieben und es kann mir sehr gut passieren, dass ich da auf jemanden stoße, der mir dann eigentlich eine neue Waschmaschine verkaufen möchte. Also in Ihrem Team sind auch zum Beispiel Elektriker, die was können und die suchen dann einen anderen Elektriker aus, sagen, der ist super, den empfehle ich.
Also nein, so ist es nicht. Also die kommen, also sie bewerben sich bei uns, wir prüfen die dann auf gewisse Qualitätskriterien, die wir entwickelt haben, wo wir lang daran gefeilt haben und die wir auch immer weiterentwickeln wollen und präsentieren das dann, diese Bewerbung an einen Beirat, einen Reparaturbeirat. Da sitzen Experten drinnen in Sachen Reparatur und in Sachen, in Sachen Reparatur eigentlich. Und wir gemeinsam entscheiden dann, ob dieser Betrieb für uns passt und den Qualitätskriterien entspricht und dann wieder aufgenommen oder nicht. Es wird aber nicht automatisch jeder Betrieb aufgenommen. Ja, also wenn er nicht entspricht und nicht die Regeln einhält, die wir stellen, dann kann er eben nicht Reparaturnetzwerkmitglied sein. Gibt es weitere Fragen? Sie, sofort. Mhm. Danke. Ja, ich finde einmal super toll, dass es so Ihre Organisation gibt. Ich möchte mich outen, und zwar ich komme aus der Konsumerelektronik und war da einige Jahre tätig bis vor kurzem und vor allem in Unterhaltungselektronik. Ja. Und da ist leider die Situation die, dass die Industrie, vor allem die großen A-Lieferanten, ich würde es da keinen Namen nennen, ja, ganz direkt gesagt, überhaupt kein Interesse mehr haben, dass Geräte repariert werden, geschweige denn, dass den, kleinen Elektriker, den Schrauber, der irgendwo sitzt, eine Chance geben, diese Produkte zu reparieren. Es gibt weder Schaltpläne und es gibt da wirklich keine Chance mehr. Also ist eigentlich die Frage, wo führt das hin und vor allem das Nächste ist dann das, also bei der ganzen Preisgestaltung, ob jetzt stationär oder online, also haben leider Gottes viele kleine Händler überhaupt keine Chance mehr. Und es macht auch, muss ich leider sagen, keinen Sinn mehr, diese Geräte überhaupt zu reparieren. Also das ist leider Gottes der Status, aber nur mal, ich finde es toll, dass Sie das machen und ich hoffe, dass Sie noch viele Mitgliedsbetriebe finden, und die ihnen da zur Seite stehen. Also ich bin der Meinung, also so Geschichte gehört wirklich unterstützt und vor allem auch diese kleinen Elektriker, die wir alle so notwendig brauchen und ja, die wird leider Gottes immer weniger werden. Danke. Danke. Noch Fragen? Okay. Dankeschön.